Sie haben etwas erlebt, das kaum ein Mensch erlebt hat. Und sie haben es überlebt. Etwas, was sich niemand zu überleben wünschen würde. Ihre Augen sind irgendwie leer. Depressionen beinhalten nicht, dass man nicht weiß, wofür es sich zu leben lohnt, sondern dass man weiß, dass man sich anders fühlen sollte. Aber es ist so schlimm, dass man sich nur einrollen und sterben möchte. An dem Punkt ist sie gerade. Bei mir läuft alles komplett daneben. Ich habe nichts und niemanden und nicht mal eine Vorstellung davon, wer ich bin oder was ich tue oder wieso. Und ich habe Fehler gemacht, Sam. Sehr schlimme Fehler und ich... Ich weiß jetzt nicht mehr weiter. Mein Vater wurde ermordet. Mein Bruder und ich mussten es mit ansehen. Ich war noch ein Kind damals, ja. Aber ich fiel in ein tiefes Loch. Und zwar in jeder Hinsicht. Ich stand ganz plötzlich in der Dunkelheit, bis mir eines Tages ein Freund eine Pille gab. Danach war alles schlagartig okay. Ich fühlte mich gut. Besser als gut. Ich fühlte mich sehr gut. Und so habe ich sie weitergenommen. Und es war großartig. Als man mir sagte, es wäre nicht real und ich soll damit aufhören, da habe ich nur gelacht, weil es real war. Denn ich fühlte mich ja besser. Es war besser. Ich war nicht mehr unglücklich, aber es hat mich beinahe umgebracht. Nimmst du an, ich würde das nicht gern tun? Nimmst du an, ich würde nicht alles dafür Gefühle zu haben, glücklich zu sein, traurig, wütend, irgendwas? Ich fühle nichts, Cooper. Weißt du, wie das ist? Es ist, als ob man nichts schmeckt, als ob man sich nur erinnern kann, wie etwas schmeckt. Als würde man Schokolade riechen können, aber auch nicht mehr. Es ist kein Geschmack auf der Zunge. Glaub mir, ehrlich, ich möchte etwas für meinen Sohn empfinden. Nur bin ich innerlich tot. Ich verwese von innen heraus. Und ich wünschte, es gäbe eine Pille oder irgendwas, womit man es heilen könnte. Mich soll es interessieren, wie leid es Ihnen tut? Und ich soll mich auch noch dafür interessieren, was aus Ihnen wird? Ihretwegen ist mein Leben die Hölle. Sie haben mich verrückt gemacht. Und jetzt wollen Sie auch noch einen Freifahrtschein von mir? Ich habe die Fähigkeit verloren, glücklich zu sein. Und habe nicht um Hilfe gebeten. Ich konnte es nicht. Es ist nur so, dass ich Hilfe brauche. Jemanden, der auf meiner Seite ist. Aber du musst mir glauben, dass es mir gut geht. Es geht mir gut. Lieg seit Tagen in meinem Bett und starr die Decke an. Hab die Hoffnung längst verloren, weil sie nichts retten kann. Hab mich aufgegeben, lauf auf die Klippen zu. Ich sollte springen, bevor das innere Gewissen ruft. Völlig abgemagert, blass und leer. Steh nicht mehr auf, weil jeder Schritt eine Belastung wär. Das Handy klingelt, doch ich geh nicht ran. Sie wollen wissen, wie's mir geht, will grad nicht reden, weil ich's eh nicht kann. Die Rollostunden und das Licht ist aus. Auf dem Nachtschrank neben mir bildet sich dichter Staub. Mal mit dem Finger ein Gesicht darauf. Die Mundwinkel nach unten. Schaut irgendwie etwas finster aus. Ich spür nichts mehr. Und wenn doch nicht viel. Es kommt mir vor, als sei das Loch, in dem ich hock, zu tief. Ich hab's versucht, doch komme nicht an mich ran. Dreh mich nach rechts, doch halt den Blick an der Wand. Ich halt den Blick an der Wand. Ich fühle mich irgendwie zu Hause gefangen. Bin nicht mal 2 Minuten gut drauf, fällt die Laune nicht an. Und nach dem Regen kommt die Sonne, kann sie weit und breit nicht sehen. Möglicherweise ist es Zeit für mich zu gehen. Hab die Gedanken nicht im Griff, sondern sie mich und das schon ewig. Hab versucht ihnen zu erklären, was mit mir ist, doch wer versteht mich? Irgendwie bleibt alles gleich, nichts verändert sich, kein Bild entsteht. In meinem Kopf alles regungslos stillgelegt. Und es scheint, als wär die Welt auf einmal wie gelähmt. Dünne Wände werden zu Mauern, alles wirkt wie stillgelegt. Und es scheint, als wär die Welt auf einmal wie gelähmt.
dünne Wände werden zu Mauern, alles wirkt wie stillgelegt.